Friedrich de la Motte Fouquet, das Galgenmännlein. In Venedig, die weit und breit berühmte italienische Handelsstadt, zog eines schönen Abends ein junger deutscher Kaufmann ein mit Namen Reichard, ein fröhlicher Gesell. Es gab eben zu der Zeit in deutschen Landen mannigfache Unruhe wegen des Dreißigjährigen Krieges. Deshalb war der junge Handelsmann, der sich gerne einen lustigen Tag machte, ganz besonders damit zufrieden, dass ihn seine Geschäfte auf einige Zeit nach Italien riefen, wo es nicht gar so kriegerisch zuging und wo man, wie er gehört hatte, ganz köstlichen Wein und viele der besten und wohlschmeckendsten Früchte antreffen sollte, ganz zu schweigen von den vielen wunderschönen Frauen, von welchen er ein absonderlicher Liebhaber war. Er fuhr, wie sie es dort zu tun pflegen, in einem kleinen Schifflein, Gondel geheißen, auf den Kanälen umher, die es in Venedig statt der ordentlich gepflasterten Straßen gibt, und hatte seine große Lust an den schönen Häusern und den noch viel schöneren Weibsgestalten, die er oftmals daraus hervorblicken sah. Als er endlich gegen ein höchst prächtiges Gebäude kam, in dessen Fenstern wohl 12 der alleranmutigsten Frauenzimmer lagen, sprach der gute junge Gesell zu einem der Gondoliere, die sein Schifflein ruderten: »Ach Gott, wenn es mir doch einmal so wohl werden sollte, dass ich nur ein Wörtlein zu einer von jenen wunderschönen Fräulein sprechen dürfte.« »Ei«, sagte der Gondoliere, »ist es nichts weiter als das? So steigt nur aus und geht keck hinauf. Die Zeit wird euch droben gewiss nicht lang werden.« Der junge Reichert aber sprach: »Du hast wohl deinen Spaß daran, fremde Leute zu necken, und meinst, in mir so einen groben Gesellen zu treffen, der nach deinen törichten Worten täte und droben im Schlosse dann ausgelacht würde oder wohl verprügelt noch obendrein.« »Herr, lehrt mich die Sitten des Landes nicht kennen«, sagte der Gondoliere. »Tut nur nach meinem Rat, wenn ihr es euch gern wohl sein lasst, und nehmen sie euch nicht mit offenen, schönen Armen auf, so will ich meines Fährlohnes quitt und verlustig gehen.« Das schien dem jungen Burschen des Versuches schon wert. Und der Gondoliere hatte nicht eben gelogen. Die Schar der liebreizenden Fräulein nahm den Fremden nicht allein holdselig auf, sondern es führte ihn auch die, welche er für die schönste aus ihnen hielt, in ihr eigenes Gemach, wo sie ihn mit den auserlesensten Trink- und Esswaren bewirtete und auch mit manchem Kuss, ja ihm endlich ganz und gar zu Willen ward. Er musste mehrmals bei sich denken: »Ich bin doch fürwahr in das alleranmutigste und wunderbarste Land gekommen, das es auf dem Erdboden gibt. Zugleich kann ich aber auch dem Himmel nicht genug danken für die Anmutigkeiten meiner Person und meines Geistes, vermittels deren ich den fremden Damen so sehr gefalle.« Als er nun aber wieder von hinnen wollte, forderte ihm das Fräulein 50 Dukaten ab, und weil er sich darüber wunderte, sagte sie: »Junger Gesell, ihr glaubt ja denn, euch der schönsten Kurtisane aus ganz Venedig gar umsonst erfreut zu haben? Zahlt nur immer frisch, denn wer nicht vorher verhandelt hat, muss sich den Preis gefallen lassen, den man von ihm verlangt. Wollt ihr aber künftig wiederkommen, so gehabt euch klüger. Und ihr könnt für eine Summe, wie es euch heute gekostet hat, eine ganze Woche in allen Freuden leben.« Ach, wie verdrießlich es doch sein mag für einen, der dachte, er habe eine Prinzessin erobert, wenn er nun merkt, dass es eine gar ganz gemeine Dirne war und wenn ihm noch eine so erkleckliche Summe dabei aus dem Geldbeutel gelockt wird. Der junge Gesell aber bewies sich nicht so ergrimmt, als wohl ein anderer meinen sollte. Es war ihm mehr um eine gute Pflege seines Leibes zu tun, als um viele Preislichkeiten in seiner Historie, deshalb er sich nach geleisteter Zahlung in ein Weinhaus fahren ließ, um dort wegzutrinken, was ihm noch etwa an Ärger im Kopfe herumzog. Da nun der fröhliche Bursch auf solchen Wegen war, mochte es ihm auch nicht an zahlreicher und vergnügter Gesellschaft fehlen.
Es ging manchen Tag fort in Saus und Braus und zwischen lauter lustigen Gesichtern, ein einziges ausgenommen, das seinem spanischen Hauptmann gehörte, der zwar an allen Späßen der wilden Bande, in die der junge Reichert sich begeben hatte, teilnahm, aber meist ohne ein Wort zu verlieren und mit einer recht gewaltsamen Unruhe auf allen Zügen seines finsteren Antlitzes. Man litt ihn dabei gern, denn er war ein Mann von Ansehen und Vermögen, der sich nichts daraus machte, die ganze Gesellschaft oft mehrere Abende hintereinander freizuhalten. Dennoch, und obwohl sich der junge Reichert nicht mehr so arg beschwatzen ließ wie am Tage seiner Ankunft in Venedig, begann ihm doch endlich das Geld auszugehen, und er musste mit großer Betrübnis daran denken, dass ein so unerhört vergnügliches Leben nun bald für ihn ans Ende kommen müsse, sofern er nicht mit seinem vielen Verlustieren zuletzt all seines Geldes verlustig gehen wollte. Die anderen wurden seiner Trübseligkeiten inne, zugleich auch der Ursache dazu, wie sie denn dergleichen Fälle sehr häufig in ihrem Kreise erlebten, und hatten ihren Spaß mit dem ausgebeutelten Kopfhänger, der es doch immer noch nicht lassen konnte, durch die Reste seines Säckels von dem anmutigen Fliegengifte zu naschen. Da nahm ihn eines Abends der Spanier beiseite und führte ihn mit unerwarteter Freundlichkeit in eine ziemlich öde Gegend der Stadt. Dem guten jungen Gesellen wollte schier Angst dabei werden, aber er dachte zuletzt: »Dass nicht mehr viel bei mir zu holen ist, weiß der Kumpan, und an meiner Haut, sofern ihm darum zu tun wäre, müsste er doch immer erst die seinige setzen, welches er wohl für einen zu hohen Spielpreis halten wird.« Der spanische Hauptmann aber, sich auf die Grundmauer eines alten, verfallenen Gebäudes setzend, nötigte den jungen Kaufherrn neben sich und hub folgendermaßen zu sprechen an: »Es will mich fast bedünken, mein lieber, höchst jugendlicher Freund, als fehle es euch an eben derselben Fähigkeit, welche mir über alle Maßen zur Last wird, an der Kraft nämlich, in jeder Stunde eine beliebige Summe Geldes herbeizuschaffen und so fortzufahren nach Belieben. Das und noch viele andere Gaben überlasse ich euch für billiges Geld.« »Was kann euch denn noch am Gelde liegen, wenn ihr die Gabe, es euch zu verschaffen, loswerden wollt?« fragte Reichert. »Damit hat es folgende Bewandtnis«, entgegnete der Hauptmann. »Ich weiß nicht, ob ihr gewisse kleine Kreaturen kennet, die man Galgenmännlein heißt. Es sind schwarze Teufelchen, in Gläslein eingeschlossen. Wer ein solches besitzt, vermag von ihm zu erhalten, was er sich nur Ergötzliches im Leben wünschen mag, vorzüglich aber unermesslich viel Geld. Dagegen bedingt sich das Galgenmännlein die Seele seines Besitzers für seinen Herrn Luzifer aus, sofern der Besitzer stirbt, ohne sein Galgenmännlein in andere Hände überliefert zu haben. Dies darf aber nur durch Kauf geschehen, und zwar indem man eine geringere Summe dafür empfängt, als man dafür bezahlt hat. Meines kostete mich 10 Dukaten, wollt ihr mir nun 9 dafür geben, so ist es euer.« Während der junge Reichert sich noch besann, sprach der Spanier weiter: »Ich könnte jemanden damit anführen und es ihm für irgendein anderes Gläslein und Spielwerk in die Hände schaffen, wie mich denn selbst ein gewissenloser Handelsmann auf gleiche Weise in dessen Besitz brachte. Aber ich denke darauf, mein Gewissen nicht noch mehr zu beschweren und trage euch den Kauf offen und ehrlich an. Ihr seid noch jung und lebenslustig und gewinnt wohl mannigfache Gelegenheit, euch des Dinges zu entledigen, wenn es euch zur Last werden sollte, wie es mir heute eine ist.« »Lieber Herr«, sagte Reichert dagegen, »wollt ihr mir es nicht für ungut nehmen, so möchte ich euch klagen, wie oft ich in dieser Stadt Venedig bereits angeführt worden bin.« »Ach, du törichter junger Gesell«, rief der Spanier zornig, »du brauchst nur an mein Fest von gestern Abend zurückzudenken, um zu wissen, ob ich dich um deiner lausigen 9 Dukaten willen betrügen werde oder nicht.« »Wer viel gastiert, verbraucht auch viel«, versetzte der junge Kaufmann, »und nur ein Handwerk, nicht aber ein Geldsäckel, hat einen güldenen Boden. Wenn ihr nun euren letzten Dukaten gestern ausgegeben hättet, könnten euch heute meine vorletzten 9 dennoch lieb sein.« »Entschuldige bitte, dass ich dich nicht totsteche«, sagte der Spanier. »Es geschieht, weil ich hoffe, du werdest mir noch von meinem Galgenmännlein loshelfen, und dann auch, weil ich vorhabe, die Beichte abzulegen, welche auf solche Weise nur erschwert und vergrößert würde.« »Möchten mir wohl einige Proben mit dem Ding vergönnt sein?« fragte der junge Kaufherr auf das Vorsichtigste. »Wie ginge das an?« versetzte der Hauptmann. »Es bleibt ja bei keinem und hilft auch keinem, der es nicht vorher richtig und bar erstanden hat.« »
dem jungen Reichard Wattbange, denn es sah unheimlich aus auf dem öden Platz, wo sie in der Nacht beisammen saßen, obgleich ihn der Hauptmann versicherte, er zwinge ihn zu nichts wegen der bevorstehenden Buße. Jedoch schwebten ihm zugleich alle Freuden vor, die ihn nach dem Besitz des Galgenmännleins umgeben würden. Er beschloss also, die Hälfte seiner letzten Barschaft daran zu wagen, vorher jedoch versuchend, ob er nicht etwas von dem hohen Preise herunterhandeln könne. »Du Narr«, lachte der Hauptmann, »zu deinem Besten verlangte ich die höchste Summe, und zum Besten derer, die es nach dir kaufen, damit es nicht einer so frühe für die allerniedrigste Münze der Welt erstehe und unwiederbringlich des Teufels sei, weil er es ja dann nicht noch billiger verkaufen kann.« »Ach, lass nur«, sagte Reichard freundlich, »ich verkaufe das wunderliche Ding wohl so bald nicht wieder. Wenn ich's also für 5 Dukaten haben könnte?« »Meinetwegen«, erwiderte der Spanier, »du arbeitest dem schwarzen Teuflein seine Dienstzeit um die letzte verlorene Menschenseele recht kurz.« Damit händigte er dem jungen Gesellen gegen Bezahlung des Kaufschillings ein dünnes, gläsernes Fläschchen aus, worin Reichard beim Sternenlichte etwas Schwarzes wild auf- und niedergaukeln sah. Er forderte gleich zur Probe in Gedanken seine gemachte Auslage verdoppelt in seine rechte Hand und fühlte die 10 Dukaten alsbald darin. Da ging er froh nach dem Wirtshause zurück, wo die anderen Gesellen noch zechten, sich alle höchlich verwundernd, wie die beiden, welche erst eben so trübsinnig von ihnen geschieden waren, nun mit sehr heiteren Angesichtern wieder hereintraten. Der Spanier aber nahm kurzen Abschied, ohne bei dem kostbaren Freudenmahle zu bleiben, welches Reichard, obgleich es schon spät in der Nacht war, anzurichten befahl, es dem misstrauischen Wirte im Voraus bezahlend, während durch die Kraft des Galgenmännleins ihm beide Taschen von immer neu herbeigewünschten Dukaten klingelten. Diejenigen, welche sich selbst ein solches Galgenmännlein wünschen möchten, werden am besten beurteilen können, welch ein Leben der lustige junge Gesell von diesem Tage an führte, es sei denn, dass sie sich dem Geiz allzu unmäßig ergeben hätten. Aber auch ein vorsichtiges und frömmeres Gemüt mag leicht ermessen, dass es wild und verschwenderisch herging. Sein erstes war, dass er die schöne Lucretia, denn so nannte sich frechend Spottes seine frühere und kostbare Buhlschaft, durch unerhörte Summen für sich ganz alleine gewann, worauf er dann ein Schloss und 2 Villen kaufte und sich mit allen möglichen Herrlichkeiten der Welt umgab. Es geschah, dass er eines Tages mit der gottlosen Lucretia im Garten eines seiner Landhäuser am Rande eines schnellen, tiefen Bächleins saß. Viel ward geneckt und gelacht unter den 2 törichten jungen Leuten, bis endlich Lucretia unversehens das Galgenmännlein erwischte, das Reichard an einem güldenen Kettlein unter seinen Kleidern auf der Brust trug. Bevor er es noch verhindern konnte, hatte sie ihm das Kettchen losgenestelt und hielt nun die kleine Flasche spielend gegen das Licht. Erst lachte sie über die wunderlichen Kapriolen des kleinen Schwarzen darin, dann aber schrie sie voll Entsetzen, »Pfui doch, das ist ja wohl eine Kröte!« und schleuderte Kette und Flasche und Galgenmännlein in den Bach, der alles zusammen mit seinen reißenden Wirbeln sogleich dem Auge entzog. Der arme junge Gesell suchte seinen Schrecken zu verbergen, damit ihn seine Dirne nicht weiter befrage und ihn noch schließlich gar wegen Zauberei vor Gericht ziehe. Er gab das ganze Ding für ein wunderliches Spielwerk aus und machte sich nur, sobald es gehen wollte, von Lucretia los, um im Stillen zu überlegen, was nun am besten zu tun sei. Das Schloss hatte er noch, die Landhäuser desgleichen, und eine schöne Menge Dukaten musste in seinen Taschen stecken. Gar freudig aber ward er überrascht, als er, nach dem Gelde fassend, die Flasche mit dem Galgenmännlein in die Hand bekam. Die Kette mochte wohl auf dem Grund des Bächleins liegen, Flasche aber und Galgenmännlein waren richtig zu ihrem Herrn zurückgekommen. »Ei«, rief er jubelnd aus, »so besitze ich ja einen Schatz, den mir keine Macht der Erde rauben kann«, und hätte das Fläschlein beinahe geküsst, nur dass ihm der kleine, gaukelnde Schwarze darin etwas allzu grässlich vorkam. War es jedoch bisher wild und lustig zugegangen, so trieb es Reichard nun noch 10-mal Ärger. Auf alle Potentaten und Regenten des Erdreichs blickte er mit Bedauern und Verachtung herab, überzeugt, dass keiner von ihnen ein nur halb so vergnügtes Leben führen möge als er.
Man konnte in der reichen Handelsstadt Venedig fast nicht mehr so viele Seltenheiten an Speis und Trank zusammenbringen, wie für seine schwelgerischen Bankette erforderlich waren. Wenn ihn irgendein wohlmeinender Mensch darüber schelten oder ermahnen wollte, pflegte er zu sagen: »Reichert ist mein Name, und mein Reichtum ist so hart, dass ihm keine Ausgabe den Kopf einzustoßen vermag.« Gar unmäßig pflegte er auch oftmals über den spanischen Hauptmann zu lachen, dass er einen so köstlichen Schatz von sich gegeben habe und noch dazu, wie man höre, ins Kloster gegangen sei. Alles auf dieser Erde aber währt nur eine Zeit. Das musste denn der junge Gesell gleichfalls erfahren, und zwar umso früher, als er allen sinnlichen Genüssen auf das Unmäßigste frönte. Eine tödliche Ermattung überfiel seinen erschöpften Leib, dem Galgenmännlein zum Trotz, dass er wohl 10-mal am ersten Tage seiner Krankheit vergeblich um Hilfe anrief. Doch erschien keine Besserung, wohl aber in der Nacht ein wunderlicher Traum. Es kam ihm nämlich vor, als beginne unter den Arzneiflaschen, die vor seinem Bette standen, eine derselben einen gar lustigen Tanz, wobei sie den übrigen unaufhörlich klingend gegen die Köpfe und Bäuche rannte. Als Reichert recht hinsah, erkannte er die Flasche mit dem Galgenmännlein und fragte: »Ei, Galgenmännel, Galgenmännel, willst mir diesmal nicht helfen und rennst mir nun noch die Arznei in den Sand?« Aber das Galgenmännlein sang heiser aus der Flasche zurück: »Ei, Reichertlein, ei, Reichertlein, gib dich nur in die ewige Pein und find dich hübsch geduldig drein. Für Krankheit hilft nicht Teufelslist, für'n Tod kein Kraut gewachsen ist. Ich freu mich drauf, dass mein du bist.« Und damit machte es sich ganz lang und dünne, und so fest Reichert die Flasche auch zuhielt, kroch es dennoch zwischen seinem Daumen und dem verpfichten Pfropfen durch und ward ein großer schwarzer Mann, der hässlich tanzte, mit Fledermausfittichen dazu schwirrend, und legte endlich seine behaarte Brust an Reicherts Brust, sein grinsendes Gesicht an Reicherts Gesicht, so fest, so innig fest, dass Reichert fühle, er fange schon an, ihm zu gleichen, entsetzt schreiend: »Einen Spiegel her, einen Spiegel her!« Im kalten Angstschweiß wachte er auf, wobei es ihm noch vorkam, als laufe eine schwarze Kröte mit großer Behendigkeit seine Brust hinunter in die Tasche seines Nachtkleides hinein. Er fasste grausend dahin, brachte aber nur das Fläschlein hervor, darin jetzt der kleine Schwarze wie abgemattet und träumend lag. Ach, wie so gar lang erschien dem Kranken der Rest dieser Nacht. Dem Schlafe wollte er sich nicht mehr anvertrauen, aus Furcht, er könne ihm den schwarzen Kerl wieder hereinbringen. Und dennoch traute er sich kaum, die Augen aufzuschlagen, besorgt, das Unwesen lauere wohl wirklich in einer Ecke des Gemachs. Hielt er wieder die Augen zu, so dachte er, er habe sich nun heimlich bis dicht vor ihn herangeschlichen und riss sich von neuem entsetzt in die Höhe. Er schellte wohl nach seinen Leuten, aber die schliefen wie taub, und die schöne Lucretia ließ sich, seit er krank geworden war, durchaus nicht mehr in seinem Zimmer sehen. So musste er denn allein liegen, in seinen Ängsten, die sich noch vergrößerten, weil er beständig denken musste: »Ach Gott, ist diese Nacht so lang? Wie lange wird erst die lange Nacht der Hölle sein?« Er beschloss auch, sofern ihn Gott bis morgen leben lasse, sich des Galgenmännleins gewiss auf alle Weise zu entschlagen. Als es denn nun endlich Morgen ward, überlegte er, durch das junge Licht etwas ermuntert und gestärkt, ob er auch das Galgenmännlein bisher gehörig genutzt habe. Das Schloss, die Landhäuser und allerhand Prunkstücke schienen ihm nicht genug. Er forderte daher aufs Schleunigste eine große Menge Dukaten unter sein Kopfkissen, und sobald er den schweren Beutel dorten fand, dachte er mit Ruhe darauf, wem er das Fläschlein am besten verkaufen könne. Sein Arzt, wusste er, war ein großer Freund von all den seltsamen Kreaturen, die man in Spiritus aufbewahrt, und für eine solche hoffte er, das Galgenmännlein bei ihm anzubringen, weil der Doktor, als ein frommer Mann, sonst nichts würde mit der Bestie zu schaffen haben wollen. Freilich spielte er damit einen bösen Streich, aber er dachte, besser eine kleinere Sünde im Fegefeuer abgebüßt, als dem Luzifer unwiderruflich für immer zu eigen. Zudem ist jedermann sich selbst der Nächste, und meine Todesgefahr gestattet keinen Aufschub. Dabei blieb es auch. Er trug dem Medikus das Galgenmännlein an, welches eben wieder munter geworden war und im Glase recht spaßhaft umhergaukelte, so dass der gelehrte Mann, begierig eine so seltsame Naturgestaltung, wofür er es hielt, näher zu beobachten, sich erbot, sie zu kaufen, sofern der Preis ihm nicht zu hoch sei.
Um wenigstens einigermaßen dem Gewissen Genüge zu tun, forderte Reichert so viel er konnte. 4 Dukaten, 2 Taler und 20 Groschen nach deutschem Gelde. Der Doktor aber wollte höchstens 3 Dukaten geben und meinte endlich, er müsse sich sonst noch ein paar Tage bedenken. Da überfiel den armen jungen Gesellen die Todesangst von Neuem. Er gab das Galgenmännlein hin und ließ durch den Diener die dafür gelösten 3 Dukaten den Armen spenden. Das Geld aber unter seinem Kopfkissen bewahrte er, wie er es am besten vermochte. Vermeinend, darauf fundiere sich nun sein ganzes zukünftiges Wohl oder Weh. Die Krankheit nahm indes höchst gewaltsam zu. Fast lag der junge Kaufherr in beständigem Fieberwahn, und hätte er noch die Not mit dem Galgenmännlein auf dem Herzen gehabt, wäre er gewiss in lauter Seelenangst zum Tode verdorben. So aber kam er denn dann endlich nach und nach wieder auf und verzögerte seine gänzliche Wiederherstellung nur durch die Besorgnis, mit welcher er immer an die Dukaten unter seinem Kopfkissen dachte, die er seit den ersten lichten Augenblicken vergeblich dort gesucht hatte. Anfänglich mochte er auch nicht gern jemanden darum fragen, als er es aber endlich dennoch tat, wollte kein Mensch davon wissen. Er schickte zu der schönen Lucretia, die in den gefährlichsten Stunden seiner Bewusstlosigkeit um ihn gewesen sein sollte und sich jetzt zu ihrer ehemaligen Gesellschaft wiederum heimbegeben hatte. Die aber ließ ihm zurücksagen, er möge sie in Frieden lassen. Ob er denn ihr oder sonst einem Menschen von den Dukaten gesagt habe, wisse niemand darum, so werde es ja wohl nur Fiebertollheit gewesen sein. Betrübt aufstehend, dachte er eben daran, wie er Schloss und Landhäuser zu Geld machen könne, da traten Leute herein, welche Quittungen über die gezahlte Kaufsumme all seiner Besitzungen brachten, mit seinem Siegel und seiner Unterschrift versehen. Denn er hatte in den Tagen seines Übermuts der garstig schönen Lucretia Blanquette gegeben, um damit nach ihrem Belieben zu tun, und musste nun in seiner Ermattung das wenige, das ihm noch gehörte, zusammenpacken, um als ein halber Bettler auszuziehen. Da kam noch dazu der Arzt, der ihn geheilt hatte, gar ernsten Antlitzes gegangen. »Ach, Herr Doktor«, schrie ihn der junge, verdrießliche Gesell an, »wollt ihr nun vollends nach Art eurer Kollegen mit großen Rechnungen angezogen kommen, so gebt mir noch ein Giftpülverlein in den Kauf, denn ich weiß danach ohnehin mein letztes Brot gebacken, weil ich kein Geld mehr haben werde, ein neues zu kaufen.« »Nicht also«, sagte der Medikus ernsthaft, »ich schenke euch die Kosten eurer ganzen Kur. Bloß ein höchst seltenes Arzneimittel, das ich schon in jenen Schrank für euch hingesetzt habe und das ihr zu eurer künftigen Stärkung notwendig gebraucht, sollt ihr mir mit 2 Dukaten bezahlen. Wollt ihr das?« »Ja, von Herzen gern«, rief der erfreute Kaufherr und bezahlte dem Doktor, der das Zimmer alsbald verließ. Als nun aber Reichert die Hand in den Schrank steckte, saß ihm auch schon die Flasche mit dem Galgenmännlein zwischen den Fingern. Darum her war ein Zettel gewunden, folgenden Inhalts. »Ich wollte deinen Leib kurieren, du meine Seele mir turbieren. Jedoch mein Wissen höher fiel, erkannte bald dein schnödes Ziel. Lass dir die Gegenlist gefallen, ich spiel in deiner Hand vor allen das Galgenmännlein dir zurück, dem Galgenstrick zum Galgenglück.« Freilich empfand der junge Reichert einen großen Schrecken darüber, dass er nun abermals das Galgenmännlein erkauft habe, und zwar für einen schon sehr geringen Preis. Es war aber doch auch Freude mit dabei. Wie er des Dinges bald wieder ledig sein wolle, darüber hatte er eben keine großen Skrupel. Er beschloss sogar, sich vermittels desselben an der verbuhlten Spitzbübin Lucretia zu rächen. Und das fing er folgendermaßen an. Erst wünschte er sich in beide Taschen die Anzahl Dukaten, die er unter dem Kopfkissen liegen gehabt hatte, verdoppelt, die ihn denn auch unverzüglich mit ihrem Gewicht beinahe zur Erde zogen. Die ganze ungeheure Summe deponierte er beim nächsten Advokaten gegen einen gerichtlichen Schein, etwa nur 120 Goldstücke zurückbehaltend, mit denen er sich nach dem liederlichen Wohnorte der Lucretia hinbegab. Da ward nun wieder getrunken, gespielt, narriert wie einige Monate zuvor, und Lucretia erzeigte sich auch gegen den jungen Kaufherrn sehr freundlich, wegen des Geldes. Dieser ließ nach und nach durch das Galgenmännlein allerhandartige Taschenspielerstreiche machen und zeigte es der erstaunten Dirne als ein solches Ding, wie sie ihm vor dem eines ins Wasser geworfen und wie er deren unterschiedliche besitze. Wie nun die Weiber sind, wollte sie alsbald auch so ein Spielwerk haben.
und als der listige Gesell gleichsam im Scherze Geld dafür verlangte, gab sie ihm ohne Bedenken einen Dukaten hin. Der Handel war geschlossen und Reichard machte sich so bald wie möglich zum Hause hinaus, um vom Advokaten einen Teil der anvertrauten Summe wieder abzuholen. Dort aber gab es nichts einzukassieren. Der Advokat machte große Augen und tat sehr verwundert. Er kenne den jungen Herrn gar nicht, sagte er. Als nun Reichard das Attestat aus der Tasche ziehen wollte, fand er bloß ein leeres, unbeschriebenes Blatt. Der Advokat hatte seinen Schein mit solcher Tinte geschrieben, die nach wenigen Stunden ohne alle Spur verbleicht. Der junge Gesell sah sich daher abermals verarmt und wäre ein Bettler gewesen, nur dass er noch etwa 30 Dukaten von seinem verschwenderischen Schmause bei Lukretien in der Tasche behalten hatte. Wer ein allzu kurzes Bette hat, liege krumm. Wer gar keins hat, behelfe sich auf der Erde. Wer keinen Wagen zahlen kann, reite. Wer kein Pferd hat, gehe zu Fuß. Nach einigen Tagen des müßigen Umherlungerns merkte Reichard wohl, auf diese Weise gehe sein Geld vollends zu Ende. Und er müsse sich nun schon entschließen, vorderhand aus einem Kaufherrn ein Tabulettkrämer zu werden. Er tat sich dann auch um nach einem Kästlein zu dieser Hantierung und er erstand auch eines für den Rest seines Geldes, indem er im Durchschnitt um jedes Büchschen darin etwa 4 Groschen nach deutscher Münze zahlte. Ei, wie so sauer kam es ihm an, den Riemen überzuhängen und seine Ware in eben den Straßen feilzubieten, wo er noch vor wenigen Wochen auf das Allerherrlichste umherstolziert war. Jedoch schöpfte er den Tag hindurch einen ziemlich freudigen Mut, da ihm die Käufer ordentlich entgegengelaufen kamen und ihm oftmals mehr boten, als er zu fordern gewagt hätte. Die Stadt ist dennoch sehr gut, dachte er bei sich, und wenn es auf diese Weise fortgeht, kann mich eine kurze Mühseligkeit wieder zum wohlhabenden Mann machen. Dann reise ich nach Deutschland zurück und befinde mich umso viel behaglicher, als ich schon einmal in des verfluchten Galgenmännleins Klauen gesteckt habe und noch mit Verstand und Überlegung davon losgekommen bin. Mit ähnlichen Gedanken lobte und labte er sich am Abend in der Herberge, wo er soeben seinen Kasten absetzte. Einige neugierige Gäste standen umher, von denen ihn einer fragte, »Was ist denn das für ein wunderliches Wesen, Gesell, das ihr da in jenem Fläschlein habt und das so kuriose Purzelbäume schießt?« Entsetzt schaute Reichard hin und sah nun erst, dass er unter den anderen Büchslein unbewusst auch das mit dem Galgenmännlein wieder an sich gekauft hatte. Eilig bot er es dem Frager an für 3 Groschen, ihn selbst hat es ja nur 4 gekostet, eilig allen anderen Gästen für denselben Preis. Sie ekelten sich aber vor dem hässlichen schwarzen Geschöpfe, von dem er ihnen keinen bestimmten Nutzen anzugeben wusste. Und als er nicht nachlassen wollte, mit Anerbietungen seiner schlimmen Ware jedwedes Gespräch aufs Dringendste unterbrechend, wies man den überlästigen Kumpan samt seinem Kasten und seiner schwarzen Bestie aus der Tür. In voller Seelenangst machte er sich zu dem Verkäufer des Kästleins und wollte ihm den kleinen Satan für einen niederen Preis wieder aufdringen. Aber der Mann war schläfrig, ließ sich auf die ganze Verhandlung gar nicht recht ein und meinte endlich, wenn die hässliche Flasche durchaus wieder an ihren ersten Herrn solle, möge er damit zu der Dirne Lucretia gehen. Die habe ihm dieses Ding samt anderem Spieltande verkauft. Ihn aber möge er ruhig schlafen lassen. »Ach, liebster Gott«, seufzte Reichard recht innerlich. Während er über einen großen Platz hinlief, um nach Lucretiens Wohnung zu gelangen, war es ihm, als renne jemand in der Nacht raschelnd hinter ihm drein und packe ihn bisweilen ordentlich am Kragen. Entsetzt kam er durch eine von sonst ihm wohlbekannte Hintertür in Lucretiens Gemach. Die garstige Schöne saß noch bei einem lustigen Abendessen mit 2 fremden Freiern. Man schalt erst über den unbescheidenen Krämer, dann kauften ihm die Freier seinen Kram für die Kurtisane fast leer, die ihn dabei wohl erkannte und in einem fort auslachte. Das Galgenmännlein aber wollte niemand kaufen. Als er es wiederholt anbot, sagte Lucretia, »Pfui, hinaus mit dem garstigen Dingel! Ich hab's schon gehabt und mich tagelang daran geekelt. Darum verkaufte ich's auch für einige Groschen einem ähnlichen Lumpen als diesem, der mir es selber für einen Dukaten aufschwatzte. Um deines eigenen zeitlichen Glückes willen«, schrie der junge Kaufherr beängstigt. »Du weißt ja nicht, was du von dir stößt, Lucretia, du zornige, schöne Dirne. Lass mich nur 5 Minuten allein mit dir sprechen, und du kaufst mir das Fläschlein gewiss ab.« Sie trat mit ihm ein wenig abseits, und er offenbarte ihr das ganze seltsame Geheimnis vom Galgenmännlein. Da aber fing sie erst recht an, heftig zu schreien und zu schelten. »Willst du mich noch zum Narren halten, du liederlicher Bettelmann?« rief sie.
Wenn es wahr wäre, hättest du dir gewiss etwas Besseres vom Satan gewünscht als diesen Kasten und diesen Riemen. Pack dich hinaus! Und obgleich du lügst, will ich dich dennoch als einen Zauberer und Hexenmeister angeben. Da sollst du wegen deiner dummen Prahlereien verbrannt werden. Damit fielen noch die beiden Freier, um sich ihrer Dirne gefällig zu erweisen, über den bestürzten jungen Gesellen her und stießen ihn die Treppe hinunter, so dass er im Grimm über diese Schmach und in der Angst, als Hexenmeister verbrannt zu werden, nur eilte, alsbald aus der Stadt Venedig fortzukommen. Am folgenden Mittag hatte er auch deren Gebiet schon hinter sich, worauf er sie dann als die Ursache all seines Unheils von der Grenze aus zu verfluchen begann. Das Galgenmännlein sah ihm dabei aus der Tasche, und als er es in seinem heftigen Gestikulieren unversehens erwischte, rief er aus: »Nun gut, du nichtsnutziger Kerl, nun sollst du mir dennoch nutzen, und zwar eben dazu, dich desto geschwinder loszuwerden.« Und so wünschte er sich wieder eine ungeheure Menge Geld, noch viel mehr als das letzte Mal, und schlich nun, die schweren Taschen mühsam haltend, nach der nächsten Stadt hinein. Hier kaufte er einen glänzenden Wagen, mietete Lakaien und eilte nun in Pomp und Wohlleben der großen Hauptstadt Rom zu, überzeugt, sein Galgenmännlein dort ohne Zweifel gut loszuwerden, unter dem Gewirre so vieler Menschen von den verschiedensten Wünschen und Sitten. So oft er indes Dukaten ausgab, ließ er sie sich von dem Galgenmännlein gleich wieder zurückzahlen, damit er nach des Fläschleins Verkauf seine ganze Summe noch immer unversehrt beisammen habe. Ihm schien dies ein billiger Lohn für die Angst, welche er ausstand, denn nicht genug, dass sich ihm fast in jeder Nacht der hässliche schwarze Mann aus dem ersten Traume wieder verwandelnd an die Brust legte, er sah auch wachenden Mutes das Galgenmännlein immer so toll vergnügt herumtanzen, als habe es nun seine Beute gewiss. Und freue sich der bald gänzlich abgelaufenen Dienstzeit. Kaum nun, dass ihn sein Reichtum und seine Verschwendung in die vornehmsten Gesellschaften der Stadt Rom eingeführt hatte, ließ ihm auch ein stets waches Entsetzen keine Zeit, schickliche Gelegenheit zum Verkauf des Galgenmännleins abzuwarten. Ohne Unterschied bot er es jedem Menschen, den er sprach, für 3 Groschen deutschen Geldes an, und ward bald als ein wunderlicher Toller das Gelächter aller Leute. Geld macht wohl Mut und gibt Freunde. Er war auch allwärts mit seinem Reichtum recht gern gesehen. Sobald er aber von seinem Fläschlein und den 3 Groschen deutschen Geldes zu sprechen anfing, nickte man ihm höflich zu und machte sich gleich darauf lächelnd von ihm los, weshalb er oftmals zu sagen pflegte: »Des Teufels möchte man darüber werden, nur dass man es leider halb und halb schon ist.« Es ergriff ihn endlich eine solche Verzweiflung, dass er es in der schönen Stadt Rom nicht mehr aushalten konnte und den Entschluss fasste, sein Heil einmal im Kriege zu versuchen, ob er da des Galgenmännleins nicht ledig werden könne. Er hörte, dass 2 kleine italienische Landschaften miteinander im Kampfe lägen und bereitete sich ernstlich, zu einer von beiden Partien zu stoßen. Mit einem schönen, goldverzierten Kürass, einem prächtigen Federhute, 2 auserlesenen leichten Jagdbüchsen, einem trefflichen, spiegelblanken Schwerte und 2 zierlichen Dolchen versehen, ritt er auf einem großen spanischen Hengst aus den Toren, 3 gut bewährte Diener auf tüchtigen Rossen hinter sich. Wie möchte ein so wohlgerüsteter Kriegsmann, der noch dazu erbötig ist, ohne Sold zu dienen, nicht gern von jeglichem Reiterhauptmann aufgenommen werden? Der wackre Reichard sah sich unverzüglich einer wackeren Schar beigestellt und lebte eine Zeit lang im Lager so vergnügt bei Trunk und Spiel, als es ihm seine große innere Beängstigung wegen des Galgenmännleins zuließ und die bösen Träume, die ihn allnächtlich verfolgten. Nach seinen Erfahrungen in Rom nahm er sich nun wohl in Acht, die böse Ware allzu aufdringlich anzubieten. Vielmehr hatte er noch keinem seiner Kameraden davon gesagt, um recht unversehens wie im Scherz einen desto leichteren Handel zu schließen. Da knatterten eines schönen Morgens einzelne Schüsse aus den nahen Bergen. Die Kriegsleute, welche eben mit Reichard würfelten, horchten auf. Alsbald schmetterten auch die Trompeten, zum Aufsitzen blasend, durch das Lager. Nun ging es rasch auf die Pferde, rasch im geordneten Haufen trabend nach der Ebene an den Füßen der Berge zu. Droben sah man schon das Fußvolk beider Parteien in Dampf und Rauch. Auf der Ebene stellten sich feindliche Reiter. Dem Reichard ward ganz lustig zumute, wie sein spanischer Hengst unter ihm wieherte und sprang, seine Waffen freudig zusammenrasselten, die Führer riefen, die Trompeter bliesen. Ein
feindlicher Reitertrupp machte sich gegen sie vor, schien es den Aufmarsch zu hindern, zog sich aber vor der Übermacht zurück. Und Reichard samt seinen treuen Dienern waren nicht die letzten, welche ihm nachjagten, sehr erfreut im Gefühl, die Verfolgenden und Gefürchteten zu sein. Da pfiff es mit einem Male wunderlich in der Luft über ihre Köpfe hin. Die Pferde stutzten, es pfiff zum zweiten Male, und ein Reiter wälzte sich mit seinem Ross, von der Falkonettkugel schwer getroffen, im Blute. Nun meinte Reichard, beim großen Haufen ist es besser, und wollte eben dahin reiten, als zu seinem Erstaunen der große Haufen schon dicht hinter ihm war, im Begriff, den Falkonettkugeln noch näher zu reiten. Eine Weile trabte der junge gute Gesell noch mit, aber als es rechts und links neben ihm mit vielen Kugeln in die Wiese schlug und zugleich die feindlichen Reiter mit blanken Klingen in zahlreichen Scharen herantrabten, dachte er, wie hab ich doch töricht gehandelt, mich hierher zu begeben. Auf diese Weise bin ich doch dem Tode noch viel näher als im Krankenbett. Und erreicht mich eine von diesen vermaledeiten pfeifenden Bestien, bin ich des Galgenmännleins und seines Luzifers Beute auf ewig. Und kaum noch hatte er es ausgedacht, so war der spanische Hengst auch schon herumgeworfen und es ging im unbändigsten Jagen nach einem nicht weit entlegenen Walde zu. Unter den hohen Bäumen hin spornte er sein Ross, so lange wild umher, ohne Weg und Steg, bis es endlich in Erschöpfung stille stand. Da stieg auch er ermattet herunter, schnallte sich Küras und Wehrgehenke, dem Pferd Hauptgestell und Sattel los, und sagte, indem er sich lang in das Gras streckte, »Ei, wie so wenig schicke ich mich doch zum Soldaten, am wenigsten mit dem Galgenmännlein in der Tasche.« Er wollte nun überlegen, was weiter für ihn anzufangen sei, fiel aber dabei in einen tiefen Schlaf. Nach wohl mehreren Stunden ruhigen Schlummers drang es wie ein Geflüster von Menschenstimmen und Geräusch von Menschentritten in sein Ohr. Er senkte sich aber, auf dem kühlen Platze behaglich liegend, absichtlich noch tiefer in seine Schlaftrunkenheit hinein und wollte von dem Geräusche nicht eher etwas wissen, bis eine Stimme donnernd auf ihn hineinschrie, »Bist du schon tot, Sackermeter?« »Sag's nur gleich, damit man nicht unnötig einen Schuss Pulver verplatzt.« Aufblickend sah der unsanft erweckte Gesell eine gespannte Muskete auf seiner Brust. Der sie hielt, war ein grämlicher Fußknecht, deren andere umherstanden, die sich bereits seiner Waffen wie auch seines Pferdes und Mantelsackes bemächtigt hatten. Er bat um Gnade und schrie in höchster Seelenangst, wenn man ihn schon totschießen wolle, möge man ihm doch vorher zumindest das Fläschlein in seiner rechten Wamstasche abkaufen. »Dummer Gesell«, lachte einer von den Fußknechten, »abkaufen will ich's dir nicht, aber abnehmen ohne jeden Zweifel.« Und damit hatte er das Galgenmännlein bereits erwischt und unter sein Hemd gesteckt. »In Gottes Namen«, sagte Reichard dazu, »wenn du die Bestie nur behalten kannst, aber ungekauft bleibt sie nicht bei dir.« Die Kriegsknechte lachten und zogen mit Ross und Sachen fort, ohne sich um den, welchen sie für einen Halbverrückten hielten, weiter zu kümmern. Er aber suchte in seinen Taschen und fand das leidige Galgenmännlein richtig wieder darin. Da rief er ihnen nach und zeigte das Fläschlein. Erstaunt griff der, welcher es ihm genommen hatte, unter das Hemd, und da er es nicht fand, lief er zurück, um es sich von neuem zu holen. »Ich sage dir ja«, sprach Reichard betrübt, »es bleibt auf solche Weise nicht bei dir. Wende doch nur die wenigen Groschen daran.« »Ja, Taschenspieler«, lachte der Soldat, »auf die Manier sollst du mir nichts von meinem wohlerworbenen Eigentume losnarrieren.« Und den anderen nachlaufend, behielt er das Fläschlein achtsam in der Hand. Plötzlich aber stand er still und rief, »Tausend!« »Da ist es mir ja dennoch fortgeglitscht.« Während er nun im Grase suchte, rief ihm Reichert zu, »Komm doch nur her! Es steckt ja schon wieder in meiner Tasche!« Weil es nun der Kriegsmann so befand, bekam er erst recht Lust zu dem spaßhaften Dinge, das sich, wie es gewöhnlich tat, wenn es verhandelt ward, höchst lustig und freudenvoll erwies. Denn freilich rückte es durch einen solchen Aktus dem Ende seiner Dienstzeit immer näher. Die geforderten 3 Groschen schienen aber dem Fußknecht zu viel, worauf Reichard ungeduldig sagte, »Nun, Geizhals, wenn du so willst, mir kann es schon recht sein. Gib mir denn 1 Groschen und nimm dein erkauftes Gut.« Da ward der Handel geschlossen, das Geld gezahlt, der kleine Satan überliefert. Während die Kriegsleute noch stehen blieben, das Ding betrachtend und belachend, überlegte Reichard sein künftiges Geschick.
Mit leichtem Herzen stand er nun da, aber auch mit leichten Taschen und ohne Aussicht auf irgendeinen guten Erwerb. Denn zu der Reiterschar, wo noch seine Diener mit Waffen und Pferden waren und vielem Gelde, traute er sich nicht zurück. Teils schämte er sich seiner schändlichen Flucht, teils auch dachte er gar, man würde ihn dort nach militärischem Recht als einen Ausreißer erschießen. Da fiel es ihm ein, ob er nicht gleich mit den gegenwärtigen Fußknechten zu ihrer Schar gehen wolle. Aus ihren Reden hatte er wohl abgenommen, dass sie der anderen Partei dienten, wo ihn niemand wiedererkennen mochte. Und das Leben an eine gute Beute zu wagen, fühlte er sich jetzt, des Galgenmännleins und aller Barschaft ledig, trotz jenes unglücklichen Kriegsanfanges, ziemlich aufgelegt. Er gab seinem Verlangen Worte, man schlug ein, und er ging mit den neuen Kameraden nach ihrem Lager heim. Der Hauptmann machte nicht eben viele Umstände, einen schlanken, kräftig gewachsenen Burschen, wie der Reichard war, einzustellen, und er lebte nun als Fußknecht sein Leben eine ganze Zeit lang fort. Dabei ward ihm aber oft trübselig zumute. Seit dem letzten Gefecht standen die Heere einander untätig gegenüber, weil zwischen beiden Staaten verhandelt ward. Da gab es nun freilich keine Todesgefahr, aber auch ebenso wenig Gelegenheit zum Beutemachen und Plündern. Man musste still und friedlich im Lager leben, von dem schwachen Sold und den ebenso schmal ausgeteilten Esswaren. Dazu kam, dass die meisten Fußknechte sich in der vergangenen Kriegszeit reich gestohlen hatten. Und Reichard, der einst so verwöhnte junge Kaufherr, fast der einzige unter königlich Lebenden war, der sich gleichsam als ein Bettler behelfen musste. Natürlich war er eines solchen Lebens bald überdrüssig. Und als er einstmals seinen geringen Monatssold in der Hand wog, zu wenig davon vergnügt zu leben, zu viel, um gar nichts damit zu versuchen, beschloss er, in das Marketenderzelt zu gehen, es in Probe stellend, ob nicht die Würfel ihm günstiger sein würden als bisheru Handel und Krieg. Das Spiel nahm seinen gewöhnlichen buntscheckigen Gang, jetzt gewonnen, nächstens verloren, und währte so bis tief in die Nacht hinein, wobei auch nicht wenig getrunken ward. Endlich aber schlugen sich alle Würfel gegen den halb berauschten Reichard um. Sein Lohn war verspielt, und es wollte ihm niemand auch nur einen Heller Kredit mehr geben. Da suchte er in allen Taschen umher, ja, als er nirgends etwas fand, zuletzt in seiner Patronentasche, wo er aber auch nichts antraf als eben die Patronen. Diese zog er nun hervor und bot sie den Spielenden zum Satz an. Sie wurden gehalten, und eben als schon die Würfel rollten, sah der berauschte Reichard erst, dass er gegen den Soldaten spielte, der ihm früher das Galgenmännlein abgekauft hatte und vermöge dessen wohl zweifelsohne gewinnen musste. Er wollte »Halt« rufen, aber die Würfel lagen schon und hatten zu seines Gegners Vorteil entschieden. Fluchend ging er aus der Gesellschaft in der dunklen Nacht zu seinem Zelte zurück. Ein Kamerad, der gleichfalls sein Geld verspielt hatte, aber nüchterner geblieben war als er, fasste ihn unter den Arm. Dieser fragte ihn unterwegs, ob er denn auch noch genügend vorrätige Patronen in seinem Zelte habe. »Nein«, rief der ergrimmte Reichard, »hätte ich des Zeugs noch, holte ich's mir wohl zu weiterem Spiel.« »Ja«, sagte der Kamerad, »so musst du machen, dass du neue kaufst. Denn kommt der Kommissar zur Musterung und findet keine Patronen bei einem besoldeten Fußknecht, so lässt er ihn erschießen.« »Donner, das wäre dumm«, fluchte Reichard. »Ich habe nicht Patronen, nicht Geld.« »Ei«, entgegnete der Kamerad, »vor künftigem Monat kommt auch der Kommissarius wohl nicht.« »Oh, dann ist's gut«, dachte Reichard. »Gegen des krieg ich wieder Sold und kaufe mir Patronen nach Herzenslust.« Damit sagten sich die beiden gute Nacht, und Reichard begann, seinen Rausch auszuschlafen. Er hatte aber noch nicht lange gelegen, da rief der Korporal vor dem Zelte, »Hey, morgen gibt's Musterung. Mit Anbruch des Tages wird der Herr Kommissar im Lager sein.« Da ward dem Reichard sein Schlaf gar plötzlich abgeschüttelt. Die Patronen schwirrten ihm durch den noch halbtrunkenen Sinn. Er fragte ängstlich bei den Zeltkameraden umher, ob ihm niemand welche leihen wolle oder auf Borg verkaufen. Die aber schalten ihn einen nachtschwärmerischen Trunkenbold und wiesen ihn auf seine Streu zurück. In seiner größten Angst, am Morgen wegen der Patronen erschossen zu werden, suchte er in all seinen Kleidungsstücken nach Geld umher, konnte aber dessen nicht mehr als 5 Heller finden. Damit lief er nun ungewissen Tritts in der finsteren Nacht von Zelt zu Zelt und wollte Patronen kaufen. Einige lachten, andere schimpften, niemand aber gab ihm auch nur Antwort auf sein Begehr. Endlich kam er zu einem Zelte, woraus ihm die Stimme des Soldaten entgegenfluchte, der ihm gestern die Patronen abgewonnen hatte.
Kamerad, rief Reichard bewegt, du musst mir helfen oder niemand. Du hast mir gestern alles abgenommen, mich früher auch schon einmal plündern helfen. Findet nun morgen der Kommissar keine Patronen bei mir, so lässt er mich erschießen. Dann bist du an all meinem Elend schuld. Drum schenke mir welche. Oder borge mir welche. Oder verkaufe mir welche. Schenken und borgen habe ich verschworen, entgegnete der Fußknecht. Aber nur um Ruhe vor dir zu kriegen, will ich dir Patronen verkaufen. Wie viel Geld hast du denn noch? 5 Heller nur, antwortete Reicher trübselig. Nun, sagte der Soldat, auf dass du sehen magst, ich sei ein kameradschaftlicher Kerl, da hast du 5 Patronen für deine 5 Heller. Aber nun leg dich aufs Ohr und lass mich und das ganze Lager zufrieden. Er reichte ihm die Patronen zum Zelte heraus, Reichert ihm das Geld hinein und schlief alsdann auf die ausgestandene Angst ruhig bis gegen Morgen. Die Musterung ward gehalten, Reichert kam mit seinen 5 Patronen durch. Gegen Mittag fuhr der Kommissarius ab und die Fußknechte rückten wieder ins Lager. Aber die Sonne brannte ganz unerträglich durch die Zeltleinwand. Reicherts Kameraden gingen in das Marketenderzelt, er selbst blieb mit leeren Taschen bei einem Stück Kommissbrot sitzen, vom gestrigen Rausche und der heutigen Anstrengung matt und krank. »Ei«, seufzte er, »hätte ich doch nur jetzt einen von all den Dukaten, die ich ehemals in sogar törichtem Mute verschwendete.« Und kaum noch hatte er es ausgewünscht, da lag ein schöner, blanker Dukaten in seiner linken Hand. Ein Gedanke an das Galgenmännlein schoss ihm durch den Sinn, alle Freude verbitternd, die er über das gewichtige Goldstück empfand. Da trat eben der Kamerad, welcher ihm zur Nacht die Patronen gelassen hatte, unruhig ins Zelt. »Freund«, sagte er, »das Fläschlein mit dem kleinen Schwarzgaukler, du weißt ja wohl, ich erkaufte es damals im Walde von dir, ist mir fortgekommen. Habe ich es dir vielleicht unversehens für eine Patrone mitgegeben? In Papier hatte ich es auch gewickelt und bei meinen Patronen lag es.« Reichert suchte ängstlich in seiner Patronentasche und beim ersten Papier loswickeln bekam er den furchtbaren Diener im schmalen Gläslein in die Hand. »Nun, das ist gut«, sagte der Soldat. »Ich hätte das Ding ungern gemisst, so widerwärtig es auch aussieht. Mir ist immer, als brächte es mir ganz absonderliches Glück im Spiel. Da, Kamerad, nimm deinen Heller wieder und gib mir die Kreatur.« Eiligst willfahrte Reichert diesen Begehren und der Fußknecht eilte vergnügt nach dem Marketenderzelte. Aber dem armen Reichard war abscheulich zumute, seitdem er das Galgenmännlein nun wieder gesehen, ja sogar es in Händen gehabt und mit sich herumgetragen hatte. Aus jeder Falte seines Zeltes, dachte er, müsse es ihn angrinsen und ihn vielleicht gar unversehens im Schlaf erdrosseln. Den herbeigewünschten Dukaten warf er ängstlich von sich, so sehr er auch einer Labung bedürftig gewesen wäre. Und endlich trieb ihn die Furcht, das Galgenmännlein könne sich in solcher Nähe wieder bei ihm einnisten, ganz aus dem Lager fort, trieb ihn dem einbrechenden Abend entgegen in die dichtesten Waldschatten hinein, wo er, von Schrecken und Müdigkeit erschöpft, an einer Wüstenstätte niedersank. »O mir«, seufzte er lechzend, »nur eine Feldflasche mit Wasser, auf das ich nicht verschmachten möchte.« Und eine Feldflasche mit Wasser stand neben ihm. Erst nachdem er begierig einige Züge daraus getan, forschte er, woher sie denn auch komme. Da trat ihm das Galgenmännlein wieder vor den Sinn. Ängstlich fasste er in seine Taschen, und das Fläschlein dort fühlend, sank er, von Entsetzen aufgelöst, in einen ohnmächtigen Schlaf zurück. Währenddessen besuchte ihn der übliche grässliche Traum. Wie sich das Galgenmännlein lang und immer länger aus der Flasche ziehe und sich grinsend an seine Brust lege. Er wollte wohl widersprechen, weil es ihm ja nicht mehr angehöre, aber das Galgenmännlein sagte hohl zurücklachend, »Hast mich ja für einen Heller gekauft, musst mich ja nun für weniger verkaufen, gilt ja sonst der Handel nicht.« Da fuhr er mit kaltem Entsetzen in die Höhe und glaubte wieder den Schatten zu sehen, der sich in seine Tasche nach dem Fläschlein zog. Halb toll schleuderte er dieser einen nahen Felssturz hinab, fühlte es aber gleich darauf wieder in seiner Tasche. »O weh«, schrie er laut durch den nächtlichen Wald. »Einst war das meine Lust, mein Hort, dass es immer wieder zu mir zurückkam, aus den Wellen, aus der Tiefe zurück. Nun ist das eben mein Jammer, ach wohl mein ewiger Jammer.« Und zu laufen begann er durch das schwarze Gebüsch, rannte gegen Bäume und Felsen in der Finsternis an und hörte bei jedem Schritt das Fläschlein in seiner Tasche klingen. Mit Tagesanbruch gelangte er auf eine frische, lustig ausgebaute Ebene hinaus.
Ihm ward ganz wehmütig ums Herz, und er fing an zu hoffen, all das tolle Zeug könne wohl nur ein wahnwitziger Traum gewesen sein. Vielleicht finde er das Glas in seiner Tasche als ein ganz anderes, ganz gewöhnliches. Es herausziehend, hielt er es gegen die Morgensonne. Ach Gott, da tanzte das schwarze Teuflein zwischen ihm und dem freundlichen Licht, die kleinen, missgestalteten Arme wie Zangen nach ihm ausbreitend. Mit einem lauten Schrei ließ er es fallen, um es gleich darauf wieder in der Tasche klirren zu hören. Vor allem lag ihm nun einzig daran, eine Münze unter Hellers Wert zu erfragen. Er konnte aber deren nirgends eine auftreiben, so dass ihm jegliche Hoffnung zum Verkauf des abscheulichen Knechtes schwand, der nun bald sein Herr zu werden drohte. Fordern wollte er von dem Grässlichen nichts mehr. Zu jedweder Unternehmung nahm die entsetzliche Angst ihm so Kraft als Besinnung, und so bettelte er sich denn durch das Land Italien auf und nieder. Weil er nun so höchst verstört aussah und dabei immer nach halben Hellern fragte, hielt man ihn allerorten für verrückt und nannte ihn nur den tollen Halbheller, unter welchem Namen er bald weit und breit bekannt war. Man sagt, es fliegen bisweilen die Geier, den Rehen oder anderem jungen Gewild in den Nacken und hetzen so das arme Tierlein tot, welches in seinem geängstigten Lauf den hässlichen, beißenden Feind mit sich herumträgt durch Wald und Geklüft. Auf eine ähnliche Weise erging es dem armen Reichard mit seinem Satansgaukler in der Tasche. Und weil es gar zu kläglich und erbarmungswert war, wie er sich damit abquälte, will ich euch von dem Leid seiner langen, hilflosen Flucht nichts mehr erzählen, wohl aber, was ihm nach mehreren Monden auf derselben begegnete. Er hatte sich nämlich eines Tages inmitten wilder Gebirge verirrt und saß nun still und betrübt neben einem kleinen Wässerlein, das, durch verwachsenes Gesträuch heruntersickernd, gleichsam mitleidig zu seiner Erquickung herzudringen schien. Da hallte ein gewaltiger Rosstritt über des Bodens felsiges Gestein, und auf einem hohen, schwarzen, wild aussehenden Pferde reitend, kam ein sehr großer Mann äußerst hässlichen Antlitzes in ganz blutroten, prächtigen Kleidern gegen die Stelle hervor, wo Reichard saß. »Was so betrübt, Gesell?« redete er den innerlich erbebenden, unheilahnenden Jüngling an. »Ich sollte meinen, du seist ein Kaufmann. Hast du etwa zu teuer eingekauft?« »Ach nein, zu billig vielmehr«, entgegnete Reichard mit leiser, zitternder Stimme. »So kommt es mir auch vor, mein lieber Kaufherr«, schrie der Reiter mit einem entsetzlichen Lachen. »Und hast du etwa so ein Dinglein zu verkaufen, das man Galgenmännlein heißt? Oder irre ich mich, wenn ich dich für den verrufenen tollen Halbheller ansehe?« Kaum vermochte der arme junge Bursche ein leises »Ja, der bin ich« über seine bleichen Lippen zu bringen, mit jedem Augenblicke erwartend, dass sich des Reiters Mantel zu bluttriefenden Fittichen gestaltete, seinem Hengst ein nächtlich schwarzes Schwunggefieder von Höllengluten durchblitzt hervorsprosse und es im Fluge fortgehe mit dem Unseligen zu dem Wohnsitz ewiger Qual. Aber der Reiter sagte mit etwas gemilderter Stimme und weniger grässlichen Gebärden, »Ich merke schon, für wen du mich ansiehst, doch sei getrost, ich bin es nicht. Vielmehr mag ich dich vielleicht von ihm zu erlösen, denn ich suche dich schon seit vielen Tagen, um dir dein Galgenmännlein abzukaufen. Freilich hast du vermaledeit wenig dafür gegeben und ich selbst weiß, keine geringere Münze aufzutreiben. Aber höre zu und folge mir. Auf der anderen Seite der Berge wohnt ein Fürst, ein junger, lockerer Bursche. Dem hätt sich morgen ein grässliches Untier auf den Hals, sobald ich ihn von seinem Jagdgefolge werde fortgelockt haben. Harre du hier bis Mitternacht und geh alsdann, eben wenn der Mond über jenem Felsenzacken steht, mäßigen Schritts die finstere Kluft zur Linken entlang. Verweile dich nicht, eile dich nicht, und du kommst eben zur Stelle, wenn das Untier den Fürsten unter seinen Tatzen hat. Greif es nur furchtlos an, es muss dir weichen und sich vor dir das schroffe Meerufer hinunterstürzen. Dann begehre vom dankbaren Fürsten, dass er dir ein paar Halbheller schlagen lasse. Wechsle mir zwei aus, und für einen davon wird das Galgenmännlein mein.« So sprach der grässliche Reiter, und ohne Antwort abzuwarten, schritt er in die Büsche langsam hinein. »Wo finde ich dich aber, wenn ich die Halbheller habe?« schrie Reichert ihm nach. »Am Schwarzbrunnen«, rief der Reiter zurück. »Jedes Kind hier kann dir sagen, wo der liegt.«
und mit langsamen, aber weit ausgreifenden Schritten trug das hässliche Ross seine hässliche Bürde fort. Für einen, der so gut wie alles verspielt hat, gibt es kein Wagnis mehr, weshalb sich auch Reichard in seiner betrübten Verzweiflung entschloss, dem Ratschlag des furchtbaren Reiters Folge zu leisten. Die Nacht brach ein, der Mond stieg auf und stellte sich endlich rotfunkelnd über den bezeichneten Felsenzacken hin. Da erhob sich zitternd der bleiche Wandersmann und schritt in die dunkle Kluft hinein. Freudlos und dunkel sah es drinnen aus. Nur selten vermochte ein Mondenstrahl über die hohen Klippen zu beiden Seiten hineinzusehen. Auch dunstete es an dem eingeengten Orte wie Grabesgeruch, sonsten aber ließ sich nichts Unheimliches verspüren. Reichard fühlte sich auf diese Weise zum Weilen nicht verlockt, eher zum Eilen, aber auch dies unterließ er, des Reiters Weisung getreu und entschlossen, nichts durch seine Schuld von dem Fädlein reißen zu lassen, welches ihn an Licht und Hoffnung noch anknüpfte. Nach mehreren Stunden funkelten einige rote Morgenlichtlein auf seinem dunklen Wege. Frische, tröstende Lüfte hauchten seinem Antlitz entgegen. Aber eben, als er aus dem tiefen Pfade emporstieg und sich an der frischen Waldgegend ergötzen wollte und am blauen Geflimmer des Meeres, das sich unfern vor ihm ausdehnte, störte ihn ein ängstliches Geschrei. Umblickend sah er, wie ein abscheuliches Tier einen jungen Mann im reichen Jägerkleide am Boden liegend unter sich hatte. Des Reichards erste Bewegung war wohl, zur Hilfe zu eilen, nur als er die Bestie recht ins Auge fasste und sah, dass sie einem ungeheuren griesgrämischen Affen gleichsah, der zudem noch ein gewaltiges Hirschgeweih auf seinem Kopfe trug, verließ ihn aller Mut, und er stand im Begriff, dem jämmerlichen Hilfegeschrei des Gefällten ungeachtet, wieder in seine Kluft zurückzukriechen. Da fiel ihm erst wieder ein, was der Reiter gesagt hatte. Von der Angst vor ewigem Verderben getrieben, lief er mit seinem Knotenstock auf das Affenungeheuer zu. Dieses wiegte eben den Jäger in seinen Vordertatzen, es schien, um ihn emporzuschleudern und dann mit dem Geweihe aufzufangen. Als sich aber Reichard nun nahte, ließ es seine Beute fallen und lief mit einem hässlichen Gepfeif und Gekrächz davon. Der mutig gewordene Reichard ihm nach, bis es vom hohen Meeresstrand hinunterstürzte, ihm noch ein abscheuliches Gesicht zufletschend und dann unter den Wellen verschwindend. Nun ging der junge Gesell triumphierend zu dem erretteten Jägersmann zurück, der sich ihm auch nach Erwarten als regierender Fürst dieser Gegend kundgab, seinen Schützer für einen gar mutigen Helden ausschreiend und ihn bittend, er möge nur dreist irgendeinen Lohn von ihm fordern, so hoch er auch in seinen Kräften stehe. »Ja«, fragte Reichard hoffnungsvoll, »ist das euer Ernst? Wollt ihr mir bei eurer fürstlichen Ehre nach Vermögen zu dem verhelfen, worum ich euch bitten werde?« Der Fürst bejahte es abermals, aufs Freudigste und Zuversichtlichste. »Nun dann«, rief Reichard inbrünstig flehend, »so lasst mir doch um Gottes Willen ein paar Halbheller gültiger Münze schlagen, wenn's auch nicht mehr als Zweie sind.« Während ihn der Fürst noch voll Erstaunen ansah, waren einige seines Gefolges herbeigekommen, denen er alles Vorgefallene erzählte und von welchen einer alsbald in Reichard den wahnsinnigen Halbheller, den er sonst schon gesehen, wiedererkannte. Da fing der Fürst an zu lachen, und der arme Reichard umschlang beängstigt seine Knie, schwörend, es sei um ihn getan ohne die Halbheller. Der Fürst aber entgegnete, noch immer lachend, »Steh nur auf, Gesell, du hast mein Fürstenwort, und wenn du darauf bestehst, lass ich dir Halbheller schlagen, so viel du Lust hast. Sind dir aber auch Drittelheller ebenso lieb, so braucht's keiner Münzerei deswegen, denn die Grenznachbarn behaupten, meine Landesheller wären so leicht, dass dreie davon auf einen anderen gewöhnlichen gingen.« »Wenn das nur gewiss ist«, sagte Reichard zweifelnd. »Ei«, sagte der Fürst, »du würdest der Erste sein, dem sie allzu gut erschienen. Solltest dir aber dennoch begegnen, so gebe ich dir hiermit mein feierlichstes Wort, dir noch schlechtere schlagen zu lassen, vorausgesetzt, dass es möglich ist.« Und damit ließ er dem Reichard durch einen Bediensteten einen ganzen Säckel Landesheller geben. Der lief damit wie gejagt nach der nahen Grenze und ward ein so froher Mensch, als er seit langen Zeiten nicht gewesen war, da man ihm im ersten Wirtshause des benachbarten Landes, nur ungern und zögernd, einen gewöhnlichen Heller für drei Fürstliche gab, die er zur Probe einwechselte.
Nun fragte er auch gleich nach dem Schwarzbrunnen nach. Aber einige Kinder, die in der Gaststube spielten, liefen darüber schreiend hinaus. Der Wirt belehrte ihn, selbst nicht ohne Schaudern, dies sei ein gar verrufener Ort, von dem viele böse Geister in das Land ausgehen sollten und den wenige Menschen mit Augen gesehen hätten. Das wisse er wohl, der Eingang dahin sei unweit von hier, eine Höhle mit zwei dürren Zypressen davor, und man solle nicht des Weges verfehlen können, wenn man da hineingehe, wovor aber Gott ihn und alle treue Christenmenschen bewahren wolle. Da war dem Reichard freilich wieder sehr ängstlich zumute, aber gewagt musste es doch einmal sein, und er machte sich also auf den Weg. Schon von weitem her sah ihn die Höhle sehr schwarz und grauenvoll an. Es war, als seien die beiden Zypressen aus Schreck über den hässlichen Schlund verdorrt, welcher dem Näherkommenden ein ganz wunderliches Gestein in seinem Schoße zeigte. Es sah wie lauter verzerrte, langbärtige Fratzengesichter aus, deren einige sogar Ähnlichkeit hatten mit jenem Affenmonstrum am Meeresstrande. Und wenn man dann recht hinsah, war es doch wieder nur bloßes, viel gezacktes und viel zerspaltenes Felsgeäder. Zitternd trat der arme Gesell unter die Larven hinein. Das Galgenmännlein in seiner Tasche ward so schwer, als wolle es ihn zurückziehen. Aber eben dadurch wuchs sein Mut, denn, dachte er, was der nicht will, muss ich just wollen. Auch legte sich tiefer in der Höhle eine so dichte Finsternis über seine Augen, dass er bald von den Schreckgestalten nichts mehr gewahr ward. Nun fühlte er nur höchst vorsichtig mit seinem Stecken vor sich hin, um nicht etwa in unbekannte Abgründe zu stürzen, fand aber nichts als eben fein bemoosten Boden. Und wäre nicht bisweilen ein wunderliches Pfeifen und Krächzen durch die Höhle gegangen, er hätte sich alles Entsetzens erwehrt. Endlich gelangte er hinaus. Ein wüster Bergkessel schloss ihn von allen Seiten ein. Zur Seite sah er das große, furchtbare Schwarzross seines Handelsmanns, wie es unangebunden, mit hochgehaltenem Kopfe, ohne zu weiden oder sich sonstens zu regen, gleich einer erzenen Bildsäule dastand. Gegenüber quoll ein Born aus dem Felsen, darin sich der Reiter Kopf und Hände wusch. Aber die böse Flut war schwarz wie Tinte und färbte auch so ab, denn als sich der riesige Mann nach Reichard umkehrte, war sein hässliches Antlitz ganz mohrenfarben, welches auf eine schreckliche Weise gegen den reichen roten Kleiderputz abstach. »Zittre nicht, junger Bursch«, sagte der Furchtbare, »das ist eine von den Zeremonien, die ich dem Teufel zu gefallen tun muss. Alle Freitag muss ich mich hier so waschen, zum Spott und Hohn dem, den ihr euren lieben Schöpfer nennt. So muss ich auch immer den Purpur meines roten Kleides, so oft ich ein neues brauche, mit einer bösen Zahl von Tropfen meines eigenen Blutes mischen, wovon er denn freilich eben die wunderprächtige Farbe bekommt und was der lästigen Bedingungen mehr sind. Noch obendrein habe ich mich ihm mit Leib und Seele so fest verschrieben, dass an gar keine mögliche Lösung zu denken ist. Und weißt du, was mir der Knauser dafür gibt? 100.000 Goldstücke im Jahr, damit kann ich nicht auskommen. Und will mir deshalb dein Galgenmännlein kaufen, welches ich auch schon dem alten Geizhals zum Possen tue. Denn schau, meine Seele hat er ohnehin. Und nun kommt das Teuflein in der Flasche, der mal einst, ohne allen Gewinn, in die Hölle nach seiner langen Dienstzeit zurück. Da soll der grimmige Drache recht fluchen. Und zu lachen begann er, dass die Felsen schallten, und selbst das sonst regungslose schwarze Ross ordentlich zusammenfuhr. »Nun«, fragte er sich wieder zu Reichard wendend, »bringst du Halb, heller Gesell?« »Ich bin euer Gesell nicht«, entgegnete Reichard, halb verzagt, halb trotzig, indem er seinen Säckel öffnete. »Ach, nur nicht so vornehm getan«, schrie der riesige Handelsmann, »wer hetzte dem Fürsten das Monstrum zu, damit du siegen konntest?« »Es wäre all der Spuk nicht nötig gewesen«, sagte Reichard und erzählte, wie der Fürst schon ganz von selbst nicht nur halbheller schlage, sondern sogar drittelsheller. Der rote Mann schien verdrießlich darüber, dass er sich nun unnötig die Mühe mit dem Ungeheuer gegeben habe. Dennoch wechselte er sich drei schlechte Heller gegen einen guten ein, gab dem Reichard einen von jenen und empfing dafür das Galgenmännlein, welches ganz schwer aus der Tasche ging und am Boden des Glases verdrossen und traurig zusammengekrümmt lag. Des lachte der Käufer wieder gewaltig und schrie,
Kann dir doch alles nichts helfen, Satan. Nur Gold her, so viel mein Schwarzross irgend neben mir tragen kann. Alsbald auch ächzte das ungeheure Tier unter einer gewaltigen Goldbürde, doch nahm es noch seinen Herrn auf und schritt dann, einer Fliege ähnlich, welche die Wand hinaufgeht, an dem senkrechten Felsen gerade empor, doch mit so abscheulichen Bewegungen und Verrenkungen, dass Reichard nur schnell in die Höhle zurückfloh, um nichts mehr davon zu sehen. Erst, als er an der anderen Seite des Berges wieder herausgekommen und eine große Strecke von dem Schlunde fortgelaufen war, drang das ganze frohe Gefühl der Befreiung durch sein Gemüt. Er fühlte es in seinem Herzen, dass er die früheren, großen Fehler abgebüßt habe und ihm fortan kein Galgenmännlein mehr angehören könne. Ins hohe Gras legte er sich vor Freuden, streichelte die Blumen und warf der Sonne Kusshände zu. Sein ganzes heiteres Herz von früher war wieder in ihm lebendig, nicht aber zugleich der ehemalige freche Leichtsinn und Frevelmut. Obwohl er sich jetzt mit ziemlichem Rechte rühmen konnte, den Teufel selbst betrogen zu haben, rühmte er sich dennoch dessen nicht. Vielmehr richtete er seine ganze verjüngte Kraft darauf, wie er forthin auf eine fromme, ehrenwerte und freudige Art in der Welt leben möge. Das gelang ihm denn auch so gut, dass er nach einigen Jahren tüchtiger Arbeit als ein wohlhabender Kaufherr in die lieben deutschen Lande zurückkehren konnte, wo er sich ein Weib nahm und oftmals in seinem gesegneten Greisenalter Enkeln und Urenkeln, die mehr von dem verfluchten Galgenmännlein zu nutzreicher Warnung erzählte. Das war Das Galgenmännlein von Friedrich de la Motte Fouquet. Vortrag und Musik Daniel.